So Leute, da sind wir mal bei einem etwas anderen, würde ich jetzt mal sagen, etwas anderem Video von mir. Und zwar zeige ich euch gerade mal auf diesem Channel hier das erste Unboxing sozusagen. Das erste Mal, dass ich hier auf dem Channel euch was zeige, euch was auspacke und ihr meine Hände seht. Meine Hände. Ja, lassen wir es. Ihr seht Destiny, die Limited Edition für die PS3. Und bevor jetzt 20 Millionen Anfragen kommt, nein. Ich werde das Spiel nicht spielen, ich werde es nicht let's playen. Spielen wahrscheinlich vielleicht doch, das kann so passieren, dass ich spiele, aber ich weiß nicht, ob ich es let's play, ich gehe mal von nein aus, weil, wie man hier oben schon sieht, PS3, und da ich glaube, die neueste Konsole, die ich im Moment im Haushalt habe, ist, glaube ich, eine normale Wii, und dementsprechend ist das ein bisschen doof. So, packen wir das mal aus, ein bisschen vorsichtiger, leg das mal hier so hin, so. Man sieht Karton, Doppelkarton, finde ich sehr, sehr cool. Und auch hier die Öffnung finde ich sehr, sehr geil. Ich tue die mal hier in die Mitte. Und zwar habt ihr hier auf der Seite nämlich einen Text stehen. Muss ich da mal ganz kurz vorlesen. Ich weiß nicht, wie gut man den lesen kann. We are surrounded by darkness. We always have been. Perhaps that is why we the traveler choose us. Chose us? For even death cannot exhausting our light. Also im Endeffekt, so eine ganz kurze Fassung. Ist einfach sich ein cooler Spruch, muss ich sagen. So, wenn man hier jetzt sieht, da sind jetzt, ist eine Box mit so zwei Sachen drin. Ich zeige euch jetzt erstmal das für die meisten Spieler wahrscheinlich unwichtigere. Zumindest Leute, die sich die Limited Edition gekauft haben. Das ist das Spiel an sich. Auch halt hier in einer normalen Box. CD, paar Sachen. Muss ich eigentlich nichts. Das ist jetzt nur noch so normaler Zettel. Destiny. So, ich hab's Destiny übrigens auf der Gamescom gesehen, fand ich sehr, sehr interessant. Die haben da nämlich in meinen Augen voll gefailt. Sie hatten nämlich nur einen Stand mit einem Motorrad oder so und irgendwie 30 Meter Warteschlange. Irgend so ein Quatsch. So, das ist jetzt das Buch zur Limited Edition, die Packung von dem Buch, weil da ist eine Menge Stuff drin. Ja? Und fangen wir erstmal bei dem Buch hier an, weil ich auch schon Buch gesagt habe und Buch, das ist... Aber ein extrem cooles Material, muss ich sagen. Und zwar das Buch selber, Waffen und Ausstattung, könnt ihr mal gucken. Das ist halt ein komplettes Buch dazu. Was ich sehr witzig finde, ich kann mal gucken, ob ich es näher rankriege. Hier sind handschriftliche Autoimpuls, Scout. Hier sind handschriftliche Sachen drin. Ich glaube aber, die wurden mitgedruckt. Handschriftliche Zeichnungen mit Rituale Opfer. Und deins nicht, das letzte Wort. Ja, finde ich sehr, sehr witzig. Finde ich halt auch ganz cool, dass sie mal hier die ganzen Waffengattungen so gezeigt haben. Panzer, drei Augen, Fragezeichen. Da sieht man das jetzt mal ganz genau. Und hier irgendwelche, ich vermute mal, das sind Abschüsse. Wo hat man denn nicht? Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwas finde, wo man halt richtig gut sieht. Die Handschrift hier. Sieht man ganz super die... So. Die Handschrift. Und im Vergleich dazu das normale gedruckte... vom Donnerlord. Was auch der Donnerlord ist. Wie gesagt, ich habe das Spiel mir jetzt noch nicht angeguckt. Ich habe mir ein paar Sachen davon schon angeguckt, aber nicht das meiste, also Gameplay oder so, ging so. Weil es nicht so meins, ihr wisst, ich stehe nicht so auf Shooter, aber hey, es scheint ein bisschen anders zu sein. Also es kann sein, dass ich selber spielen werde. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich das Let's Playen werde. Hier sind Zeichnungen. Richtig cool, also finde ich sehr, sehr hart. Ich guck mal, dass ich das hier wieder reinkriege. Das ist nämlich so eine leichte Friemelarbeit. Und geschafft. So, hier auf der Seite haben wir dann noch ja, das Erweiterungspack. Enthält Erweiterung 1 und Erweiterung 2, sozusagen der Season Pass. Für lau dabei finde ich jetzt nicht schlecht. Die Erweiterungen sind zwar noch nicht draußen, soweit ich weiß. Oder kann sein, dass sie schon draußen sind. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht genau. Könnt ihr mich ja mal in den Kommentaren berichtigen. So, dann hat man hier halt extrem schöne Settings von den Karten. Muss ich ja mal sagen. Also es sieht einfach Hammer aus. Und ja, man kann hier hinten drauf halt auch sehen, das sind theoretisch einfach Postkarten, die man jetzt irgendwo hinschicken könnte. Und Leuten wirklich so eine Postkarte zu schicken, hat schon irgendwie Stil. So, dann haben wir hier noch so eine Art Poster, sag ich mal. Ich guck mal, dass ich es ausgefaltet kriege und dass ich es mal auf die Kamera kriege. Ganz werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ohne, dass ich es irgendwie großartig verletze oder so. Moment, ich drehe es kurz um. Alle, hopp. Ja,
praktisch ein kleines Poster, was man sich irgendwo dranhängen kann. Gucken, dass ich alles mit erwische. Sehr cooles Teil. Auch wenn das Material ein bisschen sich komisch anfühlt. Es fühlt sich an wie Plastik und dann noch wie Papier. So, und hier haben wir noch so einen kleinen Brief. Finde ich aber schade, dass den hätten sie auch in Handschrift machen können. Könnt ihr euch ja mal, ich guck mal, dass ich es hinkriege, dass ihr euch den durchlesen könnt. Könnt den ja dann pausieren, beziehungsweise ihr könnt dann ja pausieren und weiterlesen. Ich lese den jetzt nicht komplett vor, weil man gerade eben gesehen hat, ich habe schon bei dem Englisch hier verkackt, dann werde ich im Deutsch erst recht verkacken. Und ja, das ist so ziemlich alles, was hier in dieser Box beinhaltet ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und finde ich an sich ganz cool, weil man da halt eine Menge Stuff beikriegt. Vor allem hier dieses Buch, finde ich. Das Buch ist der Wahnsinn. Das Buch ist für mich schon ein absoluter Highlight dabei gewesen. Und ja, tun wir das mal wieder rein. Zumindest versuche ich es reinzutun. Und ja, Destiny an sich, ihr könnt euch das mal angucken. Es gibt einige Let's Plays dazu, etliche Let's Plays, Millionen von Let's Plays. Weil das ein Spiel ist, das sehr gehypt wurde im Internet und dementsprechend viele Leute jetzt da hängen, das muss ich sehen, das Let's Play muss ich haben, da kriege ich Abonnenten, bla. Ihr kennt das Prinzip. Und ich wollte euch einfach nur zeigen, was nur drin ist. Ich will euch jetzt nicht mit Gameplay oder sowas volllabern, sondern im Endeffekt wollte ich euch nur zeigen, was hier so mit drin ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video in so der Richtung mal gefallen hat, könnt ihr mal eine Wertung da lassen und könnt mal sagen, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch selber sagen, was ihr von Destiny haltet. Ob ihr jemand seid, der sagt, okay, ich mag Shooter und MMO-Shooter sind nochmal eine richtig geile Nummer. Oder ob ihr da steht wie ich und sagt, ja, Shooter sind ganz cool, aber muss nicht immer sein. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei einem normalen Video wieder. Heute kommt jetzt kein Dishonored, glaube ich. Oder gestern kam keins, je nachdem, wann ich das Video hochlade, kann ich als Randinformation noch reinklatschen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Zade. Ciao, ciao.